Emotional ist es natürlich was Schönes, wenn man weiß, da sind Leute in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, die sich unheimlich freuen, dass ich bald Teil des Teams bin. Ich habe mich auf die Olympischen Spiele vorbereitet, seitdem ich angefangen habe zu schwimmen. Ich muss echt sagen, ich kann die Leute immer nicht ganz verstehen, die sagen, ja, ich habe da 4 Jahre drauf hin trainiert. Nee, man trainiert ja sein Leben lang dafür, um Olympionikin zu werden. Jetzt gilt es, die letzte Bahn. Julia Mrozinski auf Bahn 3 mit der weißen Badekappe. Die letzten Züge. Die Arme werden schwer. Jetzt kommt's drauf an. 1 Jahr Arbeit liegen in diesen letzten Metern. Schafft sie die Olympianorm? Schafft sie sie? Die Zeit läuft. Nein! Sie verpasst um 1,27 Sekunden. Mein Gott, war das knapp. Ist das bitter für sie? Nach meinem Rennen habe ich die Zeit gesehen und natürlich ist es erstmal ein Schlag in die Fresse so, dass man es nicht geschafft hat. Dann war es halt endgültig, dann war halt okay, jetzt ist halt vorbei. Ich glaube, zuerst hat mich Sonele umarmt, das ist auch einer meiner besten Freundinnen, und dann habe ich Hannah umarmt und dann kam Veit auch schon hoch. Ich habe ihm schon angesehen, dass es ihm leid tut, so. Also dass er sich das für mich anders gewünscht hätte, und er hatte mich ja relativ lange im Arm und ich habe einfach gemerkt, dass wir es so ein bisschen für uns beide uns gewünscht hätten, dass es halt funktioniert, und ja, es war halt dann einfach doof, aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass er mich so festgehalten hat und wir uns ja lange im Arm hatten, dass er das ja im Endeffekt genauso sehr wollte, wie ich es wollte, und er es halt einfach schade findet, dass es nicht geklappt hat, genauso wie ich es auch schade fand. Aber es war halt vor allen Dingen auch so ein Moment, wo ich mal dann wirklich kurz losgelassen habe, weil ich ja dann natürlich mir auch nicht unbedingt anmerken lassen will, wie schlecht es mir dann in dem Moment geht, aber ja. Ich bin eine Kämpferin, ich gebe nicht auf, aber ich hatte schon Wochen vorher einfach ein ungutes Bauchgefühl. Nicht, dass mich das jetzt negativ irgendwie groß beeinflusst hat. Also ich habe das schon versucht zu unterdrücken, aber mir war schon klar, dass es hart wird und dass ich einfach auch mit viel Glück rechnen muss. Katastrophe beschreibt es ganz gut letztes Jahr. Es war von vorne bis hinten mental super schwer. Also ich hatte super mit mir selber, mit meinem Körper zu kämpfen, mit meinem Gewicht, wie ich aussehe, wie andere mich sehen, was unheimlich einen großen Platz in meinem Leben eingenommen hat. Dann natürlich durch diese Corona-Situation hat es das einfach auch nicht besser gemacht. Und natürlich so diese soziale Distanz macht es dann natürlich auch nicht einfacher, weil es dann natürlich keine Leute gibt, die dich dann auffangen oder ablenken oder die dir irgendwie helfen können. Es war halt so, dass wir im Winter nicht mal gedacht haben, dass ich 200 Meter am Stück durchhalte durch meine Infektion. Und der Körper ist ja dann gar nicht mehr dran gewöhnt. Und dadurch war es für mich mental auch super schwer, weil ich halt gemerkt habe, ich bin müde, mein Körper kann nicht mehr. Es war schon hart. Es hat doch schon ihr wehgetan, uns wehgetan, wenn man so sieht, wie viele Jahre man als Sportler darauf hinarbeitet, auf was man verzichtet und wie man sich quält, war das schon, fand ich, für sie. Klar, für uns auch als Eltern ist man natürlich stolz und wir hätten uns tierisch gefreut. Und für sie hat uns das unheimlich leid getan. Ich glaube, alle um mich herum haben versucht, so gut es geht, keinen Druck aufzubauen. Ich glaube, im Endeffekt war ich diejenige, die am meisten Druck aufgebaut hat. Und mein Trainer hat gar nicht so viel Druck aufgebaut. Also er hat keinen Druck aufgebaut. Aber natürlich weiß man innerlich, irgendwie erwarten sie es ja schon, dass man das schafft. Und das macht einen dann natürlich noch ein bisschen unruhiger, weil man es natürlich von sich selber auch erwartet. Ich glaube, sie kam dann irgendwie 2-3 Tage später, wo sie dann aus Berlin zurückgefahren sind. Nee, sie kam direkt am nächsten Tag nach Hause. Oder am Abend noch. Ich glaube, sie kam direkt am Abend, wo sie von Berlin nach Hause gefahren sind. Du warst, glaube ich, gar nicht da. Da kam sie und dann waren eigentlich auch wenig Worte. Man hat sich in den Arm genommen. Und ich denke immer, in so einem Moment sind keine Worte besser. Weil was soll man sagen? Trösten tut sowieso nichts. Und dann haben wir sie einfach in den Arm genommen, gedrückt. Und
sie wollte dann auch erstmal nicht reden. Julia ist dann oft so, dass sie erstmal sagt, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Und dann haben wir uns einen gemütlichen Abend gemacht. Und das kam dann so peu à peu raus. Aber erstmal eigentlich nur trösten, in den Arm nehmen, da sein und dann warten, bis sie von sich aus redet. Danach nach Hause zu kommen, war schwer. Also ich glaube, da ist dann so das erste Mal, dann sackt das ja alles so ein bisschen und dann kommt halt so die Konfrontation. Ich glaube, es gab in den 14 Tagen nach Berlin keinen einzigen Tag, an dem ich nicht geweint habe. Und ich muss sagen, es ist auch immer noch schwer, so darüber zu reden, weil das ja irgendwie sehr einfach emotional ist. Ja, also es ist einfach super schwer, weil so ein natürlich auch zu Hause damit konfrontiert, was man die Wochen davor hier alles gemacht hat und man ja auch Situationen nachkonstruiert, wie man nach Hause gekommen ist, wie man vom harten Training wieder da ist und dass es halt dann einfach super schwer ist zu wissen, man hat alles gegeben und es hat halt nicht gereicht so. Ja. Packe ich meine Sachen in the Tash. Und dann Hadiala nach Berlin. Und dann Abfahrt. Ich chill erstmal auf Netflix den Rest des Tages. Ah nein, ich muss Training nehmen. Crazy. Wir ziehen heute um und zwar sind wir vor 3 Jahren von Frankfurt nach Hamburg gezogen, um unsere Kinder beim Sport zu unterstützen. Und ja, haben jetzt unsere Schuldigkeit getan. Julia geht ja nach Amerika und ihre Schwester ist jetzt so weit, dass sie eben im Internat oder in der WG wohnen kann. Und dann ziehen wir wieder zurück nach Frankfurt, weil mein Mann ist beruflich immer noch in Frankfurt. Und jetzt legen wir die Haushalte wieder zusammen. Die 3 Jahre, die wollten wir nicht missen. Die waren zwar einstrengend, klar, das würde ich ja auch nicht anders sagen, aber es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt und ja, ich glaube, wenn es wieder so macht. Genau. Schon gerade welche aus meinem Team schon in Berlin. Ich versuche herauszufinden, wie es läuft. Der Livestream ist eher semi. Deswegen ja, bin ich hier ein bisschen genervt, warum das nicht so gut geht. Aber ja, ich hoffe, ich sehe gleich was. So, weil es mir auf jeden Fall wichtig ist, zu gucken, ob ich auch gut schwimme. Julia ist 2015 erstmal alleine nach Hamburg, weil das vom Schulsystem nicht gepasst hat, also Hochleistungssport und Schule zu verbinden. Und sie wollte unbedingt weiter schwimmen und hat dann eine Lösung gesucht und wollte gerne nach Hamburg. Und dann ist sie mit 15 ins Internat und war dann erstmal die 3 Jahre so in Hamburg. Genau, war ein bisschen schwer schon mit 15 seine Tochter gehen zu lassen, aber die war hier gut aufgehoben, hat sich wohlgefühlt und das war eigentlich das Wichtigste. Zumal die Kleine ja jetzt hier bleibt und wir das Gleiche wieder haben wie damals, dass eine Tochter in Hamburg ist und wir in Frankfurt. Aber ja, das war der Wunsch jetzt von der jüngeren Schwester und dann respektieren wir das. Kannst du mal kurz mein Handy geben, weil ich glaube, die schwimmen jetzt. Priorities. Weil das nicht funktioniert, schreibt mir Sunny jetzt, wie es läuft. Weil ich sehe hier ja nichts. Oh. Oh, jetzt könnt ihr die Wasch. Über dem Ellenbogen. Ja. Sie eine Sonne und nicht einen Mond. Genau, und dann sind wir Forever. Noch mehr Twins. Noch mehr Twins. Forever together. Forever together. Ah, nee. Das ist gut, ne? Ja. Ja. Haben wir lange für geübt, sag ich mal so. Ein TikTok angeschaut. Ja, war wichtig. Tutorial. How to. Sollen wir eigentlich... Ja, wir sind hier so ein bisschen, glaube ich, ja. Wir helfen mal weiter mit. Ich
würde dich auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind, würde ich dich nochmal anrufen, damit wir dann abmachen, wann wir losfahren. Wo bist du denn gerade? Bei meinen Eltern, ich helfe beim Umzug, deswegen war ich nicht beim Training. Ah, okay, gut, bestimmt wird es auch noch fragen. Ja, sonst hätte ich noch gefragt, ob wir Spieler kann wollen, aber okay. Ja, wir können ja mal gucken. Auf jeden Fall hätte ich noch Bock auf einen Eiskaffee, bevor wir fahren. Ich freue mich auf das Wochenende auf jeden Fall. Einerseits natürlich auch so meine Freundinnen wiederzusehen, die ich sonst natürlich nicht sehen kann, die einfach weiter weg von mir wohnen. Und natürlich freue ich mich auch mal wieder Wettkampf zu schwimmen. Also was heißt mal wieder, bin ich ja erst vor 2 Wochen, aber ich liebe das Schwimmbad in Berlin. Es ist immer cool, es macht immer Spaß und also außer wenn man mal gerade nicht die Olympianorm verpasst, aber sonst macht es eigentlich immer Spaß. Und ja, ich freue mich einfach. Wettkampf ist immer cool, ist immer ein bisschen Aufregung. Freue ich mich auf jeden Fall. So, Mama, wir machen jetzt los. Dann sehen wir uns dann wieder, wenn du uns besuchst. Oder wir kommen am 24. Lara abholen. Ja, ja, also, mach's gut. Ich hab Jetzt nicht raus. Das war ein Hundchen, aber vorne kam. Ach, Mama. Ich freue mich schon, wenn ich euch besuchen kann. Wenn nicht, dann war nett. Fahrt vorsichtig und schreibt immer, wenn ihr da seid, ja? Das ja, ich schreibe euch, wenn ich heute Abend losfahre, wenn wir in Berlin angekommen sind, ja? Können wir schon Lara ein bisschen klein machen. Können wir wahrscheinlich auch Technik und so. Na? Mutti heult. Na ja, warum heulst du denn? Wir heulen erst in August, wenn du nach Amerika gehst. Da heulen wir. Tagelang. Ich hab dich lieb. Ja, pass auf dich auf. Du kannst auch sagen, dass du mich auch lieb hast. Ich hab dich dolle, dolle lieb. Mein kleines Mädchen. Fahrt vorsichtig. Ja. Schreib mir ja, bitte, und viel wenn Spaß und seid. Hau mal rein, ne, beim Deutschen. Ich rufe an. Ich sage auch Bescheid, wenn wir losfahren. Ja, Hanna okay. Und ich machen halb. Da kannst du dann, seid ihr bei Andels? Ja. Okay. Okay, alles klar. Also, dann tschüss. Tschüss, Jan. So, Lucy, Abflug.